Finde ich auf der einen Seite sehr schön gemacht mit den Backdrops. Das ist natürlich total schade. Naja, drücken wir das doch in Sterne aus. In Sterne? Also wenn wir 5 Sterne vergeben können, würde ich 2,5 vergeben. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Willkommen in der Schweiz zu einer Preview, nämlich zur Preview von dem Add-on Luzern. Von dem Add-on Luzern klingt total komisch, zur Preview von Luzern. Mit dabei Nick und Lumpi, die machen Urlaub mit mir in der Schweiz. Jo. Hallo. Na, seid ihr gut angekommen, ja, ne? Ja, sind wir. Ja. Schön. Ja, wir haben das Add-on Luzern für eine Preview zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle an den Alex. Liebe Grüße. Und wir wollen uns das Add-on mit euch zusammen einmal anschauen. Natürlich auch mit dem mitgelieferten Citaro Facelift. Die Reinkarnation des Bösen für mich, weil A, 4-Türer und B, breite Heckmatrix. Ultra breite Heckmatrix. Hammer. Wirklich hammerbreit. Und die zwei Jungs lachen, weil den Witz habe ich eben schon mal gebracht. Wir haben schon mal eine Aufnahmesession gestartet und dann hat der rote Kasten hinter mir die Flatter gemacht. Er ist nicht von der Wand gefallen, aber das DSL war futsch. Während. Aha, der hat hinten Stufen. Ja. Was? Wer? Achso, ja, echt? Genau. Aber wir gucken erstmal vorne rein, würde ich sagen. Wir haben die Karre mal aufgerüstet. Interessant. Ein sehr gewöhnungsbedürftiges Dashboard, wenn man mich fragt. Und das Schweizer Fahrerarbeitsplatzinformationssystem. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Ja, genau. Ich glaube, das war so. Genau, ich glaube, das hieß Fahrerarbeitsplatzinformationssystem. Nee, aber ist auf jeden Fall eine sehr interessante Konstellation hier. Also hier links dieses Fach, ich denke mal, da gehört normalerweise der Fahrplan rein. Ja, würde ich auch behaupten. Dann haben wir hier oben rechts auf dem Dashboard drauf, da wo eigentlich das normale IBIS ist. Das Fahrerarbeitsplatzinformationssystem? Ja, genau, irgend so ein Schweizer Ding halt. Da werden dann die Haltestellen mit Verspätung oder Verfrühung angezeigt. Ich glaube, ein ähnliches hat Bremen auch. Nur ist das hier noch in das Bremen. Das kann gut sein. Das ist möglich. Bremen hat selbe. Nur auf nur Deutsch. In Bremen kannst du. In Bremen wurde ja, wie für Bremen Nord, wurde ja ein Video gemacht, dass hier noch Ansagen mit eingearbeitet werden, wie zum Beispiel aus der Tür freimachen und. Ja. Okay. Naja, ich gehe mal weiter. Des Weiteren haben wir hier, den Kassiertisch will ich es jetzt nicht nennen. Ne? Das ist eine Geldbox. Wir haben hier die Geldbox rumstehen. Meine Mutter sagt immer liebevoll Geldkassette. Man sagt auch Geldbombe dazu. Ja, das sieht irgendwie ein bisschen provisorisch aus, scheint aber wohl so zu sein. Okay, find ich interessant, aber mag sein. Und das Schweizer Ticketsystem, sehr schön. Ja, ein total modernes Ticketsystem und daneben diese Blechbox als Kasse. Ja, wobei ich das moderne Ticketsystem, das finde ich total lustig, weil wenn ihr Linie und Route schildern wollt, dann sucht ihr hier vergeblich nach Linie und Route. Ihr müsst auf ABC klicken. Genau. Ja. Und bei der Linie auch nur 24 eingeben, nicht 24.00 genau. Oder so ein Käse. In unserem Fall Route 1 und dann passt das. Wenn ihr natürlich genau. Jetzt und, auf Kasse geht. Dann sieht man nämlich auch schon, was unser Fahrgastinformation. Ach komm, unser Ding da vorne halt macht. Fahrerarbeitsplatzinformationssystem mit Leitstellen-E-Mail-Funktion. Da ist nämlich so ein Briefumschlag. Ah ja, das hast du aber schön gegoogelt. Hab ich gar nicht. So. Ich würde mich aber kaputt lachen, wenn das Scheißding wirklich so oder so ähnlich heißt. Ne? Ja, das stimmt. Sind so, Schweizer unter euch? Ist. Dann schreibt das mal in die Kommentare, genau, wie das Ding heißt. Genau, schreibt in die Kommentare, ihr lieben Schweizer, ob das was wirklich uns auch so aufgefallen eine Kassette ist, funktioniert hier. Was interessant aussieht, ist die Dachluke direkt über dem Fahrer quasi. Ja. Oder beim Einstiegsbereich. Ja. Wenn die Schulkinder kommen und der Bus ist zu voll, dann kann der Fahrer sich nach oben verziehen. Jupp. Ja. Genau. Und der Innenspiegel ist sehr mickrig. Also der sollte eigentlich ein bisschen größer sein, würde ich behaupten. Doch schon. Und der Lumpi, der hat auf was ganz Tolles hingewiesen. Da darf er jetzt auch nochmal drauf hinweisen. Ach, du meinst das links, wo normalerweise bei den komischen Ruhrbussen, also nicht komisch, also beim Solaris, der Ribas ist.
Muss ja vorsichtig sein, weil der Solaris ist ja klasse geworden. Kann man ja nie meckern. Ne, habt ihr hier halt die Anzeige für die Türen. Also wenn alle Türen offen sind, ne, oder einige Türen offen sind, habt ihr rot. Hält an, leuchtet dann grün, wenn dann der Knopf gedrückt wird. Mal gucken. Genau, wir werden sehen im Laufe der Fahrt, wie gut das funktioniert. Aber es funktioniert nicht bei allen Türen, glaube ich. Ja. So, ich gehe mal in den Innenraum, ne? Warte mal kurz, du meinst in den Fahrgastbereich? Ja. Puh. So. So, wir haben hier vorne zwei schöne Bildschirme hängen, die allerdings nicht funktionieren, genauso wie im Nachläufer. Ja. Schade eigentlich, dass die nicht funktionieren, aber wir gehen davon aus. Das ist tatsächlich sehr schade, dass die aber noch gangbar gemacht werden. Ansonsten gefällt mir der Innenraum sehr, sehr gut. Also ja. Sieht ganz schick aus, die Texturen sind auch relativ gut auflösend, genauso wie, ich gehe nochmal ganz kurz vorne rein. Genauso wie links das Seitenpanel beim Fahrer. Ja. Das ist auch wirklich schön geworden. Das haben wir jetzt gerade komplett vergessen. Mit den Alu, mit dem Alublech. Alublech. Genau, aber das. Und das ausmodellierten Schrauben. Er hat ausmodellierte Schrauben. Und was ich eben festgestellt habe, also in der Schweiz sitzen Randalierer grundsätzlich hinten, denn da gibt es drei Nothämmer. Ja, genau. Das finden wir alle sehr interessant. Warum hängen hier drei Nothämmer? Das, nicht gut. Nur hinten, an der zweiten Tür. Ja, stimmt, da hängen auch welche. Und ganz vorne hängen auch drei, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja. Wow. Okay, also, ja, da, man kann sich austoben. Also, man kann ja, auf der. Man will halt für genug Nothämmer für alle sorgen. Was ich aber jetzt ein bisschen schade finde, und die Frage stelle ich jetzt auch mal in die Runde, also die auf der rechten Seite des Busses sitzen, die haben drei Nothämmer, um eine Scheibe oder zwei Türen einzuschlagen. Ja, also neun Nothämmer auf einer Seite. Also die rechts sitzen, die dürfen raus. Und die links sitzen, was machen die? Müssen die rechts um einen Nothammer bitten? Wird der dann rumgereicht? Weil hier ist gar keiner. Hier ist tatsächlich gar keiner. Ist ein bisschen seltsam, aber vielleicht, wie gesagt, wenn da irgendwer weiß, ob das so passt oder wie das passen sollte, dann gerne in die Kommentare. Ja, ich bitte darum. Das hätte ich gerne aufgeklärt mit den Nothämmern. So. Ich war übrigens auch schon mal so frech. Ich weiß nicht, wollt ihr mal den Motor starten vielleicht? Ja. Ihr macht hier übrigens alles mit E, hat der Lumpi rausgefunden. Ja. So, und beim Motor muss ich sagen, der klingt seltsam. Das kennt ich so nicht vom Sound. Aber hinten, wenn er hinten sitzt, klingt ja richtig kernig. Muss ich mal hinten hinsetzen. Von innen ja. Das stimmt. Also hinten ist der Sound, doch durchaus. Das passt so einigermaßen, würde ich sagen. Aber von außen klingt das irgendwie ein bisschen seltsam. Also, finde ich zumindest. Kenne ich jetzt so nicht wirklich. Der Stand aber klingt ein bisschen. Genau. Und auch beim Fahren gleich, das klingt ein bisschen komisch, finde ich. Es klingt nicht wirklich nach Citaro für mich. Aber gut, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Also ich habe ja wieder den Prüfblick. Seitdem ich Ruhrgebiet und Gladbeck kenne, habe ich ja den Prüfblick für Unterböden. Er hat keinen. Er hat leider keine Unterbodentextur. Schade. Bei mir hat er. Achso, okay. Du meinst. Blank schwarz. Er ist halt einfach nur blank, ja, genau. Ja. Aber ist okay. Ja, gut. Okay. Ja, aber das ist jetzt halb so wild. Ich meine, wann guckst du dir schon mal den Unterboden an? Genau. Was wir vorne haben, alle Türen sind manuell ansteuerbar, aber mit der Taste, die normalerweise für die Türfreigabe ist, machen wir alle Türen auf einmal auf. Finde ich für mich sehr praktisch und zu. Allerdings kannst du das nicht mit der Taste machen, die du auch für die Türfreigabe belegt hast. Du musst da draufklicken. Ja, du musst draufklicken. Ich hab nämlich irgendwie. Steigen die jetzt ein? Kommt ihr jetzt? Oh, das ist nett. Die hatten dich nämlich eben schon mal im Bus und dann habe ich die rausgeschmissen. Nein, die steigen nicht mehr ein, die mögen mich nicht mehr. Dann bleibt da halt draußen, hab da Pech gehabt. Kann ich verstehen. So, machen wir mal zu. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich die Zeit vorstellen, oder? Ja, können wir machen. Achso, was wir noch haben, oben links in der Deckenverkleidung. Oben links? Ah ja. Stimmt. Überwachungskameras. Einmal, also im Fahrgastinnenraum Überwachungskameras und am Fahrerarbeitsplatz, ne, da haben wir das Überwachungssystem für den Fahrer mit der Uhrzeit, gefahrene Kilometer werden das wahrscheinlich sein und aktuelle Geschwindigkeit. 0 km/h. Stimmt, die Uhrzeit ist auch original. Ja. Schön, das passt schon mal alles. Das ist sehr schön. Ja. So, stellen wir vor auf, wann fahren wir ab?
22, ne? Also würde ich sagen, Uhrzeit 14.20 Uhr, würde ich sagen, oder? 20. Ja. Von mir aus können wir auch auf 21 gehen. Ja, dann gehen wir auf 21.00. 21.00. 1, 2, 3. So, genau. Wow. Was ich mich gerade frage, was genau stimmt jetzt bei mir nicht? Also wenn wir bei Shift Z gucken, Abfahrt, Megan Chattingen, gut, bei mir ist jetzt 13.22 Uhr, ist aber auch egal. Ja, aber noch plus 20 Minuten auf dem System. Genau, auf dem System steht noch plus 20, also da stimmt auch noch irgendwas nicht. Ja. Zumal das auch mit dem nächsten Kurs nicht hinkommen kann, glaube ich, weil eigentlich fährt hier 15 Minuten Takt, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, 20 Minuten, doch 15, ja, 22, der nächste Cam 37. Genau, also irgendwas passt da noch absolut nicht. Ja, und man und sitzt. Und springt direkt zur nächsten Haltestelle. Also ich habe jetzt hier nicht hier Chattigen draufstehen. Bei mir steht noch Megan Chattige. Okay, gut. Bei mir steht schon Obermattstraße. Bei mir springt er auch auf Obermattstraße. Und dann kommt der Gong. Direkt? Next Stop Obermattstraße. Nee, bei mir jetzt gerade nicht. Bei mir steht in dem Ding ganz oben Obermattstraße. Nö, ich fahre jetzt an. Ja, muss die Pfeile benutzen, Nick. Naja. Ich fahre jetzt mal los. Ich auch. Uah. Boah, der hebt aber ab, ne? Ja, ich muss sagen, auch den Sound beim Fahren finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. Next Stop Obermattstraße. Next Stop Obermattstraße. Der geht aber... Boah, da tippst du es gar... Uiuiuiui. Okay, ja, der geht ganz gut voran. Der geht ab. Okay, der Bremssound... Das klingt. Der Bremssound, ja, der Bremssound ist seltsam. Also der Bremssound klingt so ein bisschen wie wenn ich bei den anderen Bussen Gas und Bremse gleichzeitig betätige. Entschuldigung, aber das ist. Entweder so oder wie so ein bisschen nach Retarder einfach. So ein bisschen sehr nach Retarder, würde ich behaupten. Das kann gut sein, dass der mit Retarder, dass der Retarder hier mitbremst. Ja, natürlich bremst der Retarder mit. Das ist aber überall so. Aber man hört ihn hier extrem. Der ist hier einfach, ja genau, der ist hier einfach nur zu laut gepegelt, würde ich sagen. Und das deutlich, weil normalerweise hörst du den Retarder nicht wirklich, wenn er mitbremst. Also so, der Bremssound ist etwas komisch. Des Weiteren, ich werde jetzt direkt mal hier anfahren. Standard-OMSI-Stimmen. Schade. Ja, leider. Das Getriebe, das passt auch noch nicht so ganz. Also der schaltet bei knapp über 30 erst, während er schon Ewigkeiten im Drehzahl-Dings ist. Und das Sonnenrollo vorne geht nicht. Das an der Seite geht, das vorne geht nicht. Okay. Ja, da geht auf jeden Fall der Retarder mit. Muss aber sagen, was mir gut gefällt, sind diese Backdrops im Hintergrund. Die sind auch ein gutes Stückchen weit weg. Das sieht ganz ordentlich aus. Was ich hier leider direkt auch anmerken muss, an derselben Ecke ist, hier ist irgendwie ein bisschen viel freie Fläche. Also es würde vielleicht ganz gut tun, wenn man hier einfach ein paar Büsche nehmen würde und die aus dem Boden rausragen lassen, so ein Stück weit. So, wenn du aus dann wird das schon um einiges besser aussehen. Ja, oh, geht das bergab hier. Ja. Oh ja, hier ist wirklich sehr viel freie Fläche. So jetzt in der langgezogenen Rechtskurve, die bergab geht. Ja, genau. Das sieht irgendwie so, naja, ein bisschen kahl aus. Ja, aber... Wenn genau es tatsächlich, wie ich links noch ein bisschen Blick auf den Backdrop habe. Ich sag mal so, wenn es tatsächlich so kahl ist an dieser Stelle, dann ist das so. Ja, aber du hast ja immer überall mal so ein bisschen Gras, ein bisschen Büsche. Ja gut, eigentlich. Das sieht noch so unfertig aus an der Stelle. Genau, es sieht noch so unfertig aus. Auch wenn ich jetzt hier nach oben gucke, da sehe ich nur Backdrops und das wirkt halt nicht besonders schön. Und wenn du hier die Kreuzung rauskommst, das ist alles noch geradezu, alles noch ein bisschen, mir in meinen Augen noch zu halbfertig aus. Okay. Also ich war schon mal in der Schweiz tatsächlich, gut, in Luzern war ich jetzt noch nicht. Bin nur mal durchgefahren. Da hast du schon öfter mal, ne, auf besonders so im Gebirge, hast du doch öfter mal so kahle Stellen. Also das finde ich jetzt gar nicht so... Ja, aber... Verwerfen. Ich weiß nicht, also ich finde, es macht immer ganz... Ah, was ich... Oh shit, jetzt habe ich es... Naja, wir werden an der anderen Kreuzung... Es macht halt den Eindruck, als wäre... Ja, ne, halb fährt den Eindruck. Genau, also ja, es wie gesagt, es würde halt schon helfen, wenn man sich ein paar Büsche nehmen würde. Ja, so ein bisschen Vegetation. Und die dann einfach niedriger setzt, sodass die nur ein bisschen oben rausragen. Das würde schon extrem viel ausmachen.
Habe ich da jetzt Leute stehen gelassen eigentlich? Nee. Problem ist halt, Omsi hat kein richtiges Gras, ne? Was ich sehr gut finde, ist Spiegel. Also Außenspiegel. Sind eigentlich sehr gut zu sehen. Das stimmt. Ich stehe jetzt an der Ampel hinter der, direkt nach der Haltestelle Kreuz. Da bin ich schon vorbei. Ich bin jetzt hier schon Hub. Ich auch. Hup. Oder wie auch immer. Ja, dann wartet gerade Hub, bis ich auch da bin. So, kommt mal rein, wenn möglich, ohne zu zuckeln. Hup. Guten Tag. Okay, KI ist auch Standard. So. Was ich hier jetzt, teilweise. Ja, das, was ich jetzt gerade gesehen habe. Ihr selbst gemacht, glaube ich. Dann wäre denn. Na, ich hätte jetzt eigentlich Abfahrt. Ja, ich bin jetzt gerade an Hub. Ich komme gerade Hub. Alles klar. Was ich jetzt mal zeigen wollte noch, was ich jetzt an der Kreuzung vergessen habe, aber hier ist das fast noch besser. Ein Manko, definitiv die Gelenkphysik. Wenn ich jetzt mal gucke, hallo, ich lenke jetzt mal voll ein, wenn ich losfahre. Und der Nachläufer, der wird sofort nach rechts gedrückt und geht volle Kanne über den Bordstein. Sollte so nicht sein. Und also an der Gelenkphysik sollte man noch ein bisschen was machen, vielleicht. Die KI-Busse, die hier rumfahren, sind ja von Postbus. Ja. Also hier diese komische Schweizer Unternehmen hier, ne? Die schildern gar nicht, die sehen aus wie... Ja. Oh ja. Die sehen aus wie fahrende Static Vehicles quasi. Ja. Was ist denn jetzt mit der Sicht passiert? Danke. Oder auch hier wieder rechts viel, viel Freifläche, Backdrops. Sieht nicht so toll aus. Ja, das stimmt leider. Next Stop, Kapelle. Kapelle? Aber das finde ich interessant. Next Stop und dann halt... Ja. Aber Kapelle. Das finde ich gar nicht schlecht. Ja, wenn die Fahrgäste auch so reden würden, wäre das ja noch in Ordnung. Ja, das hätte ich mir auch gewünscht für Luzern. Da habe ich eigentlich auch mit gerechnet. Schweizer Fahrgaststimmen. Das stimmt, das wäre auch was. Das wäre noch sicherlich ganz cool, wenn man einfach so... Naja, halt so ein paar typisch schweizerische Begrüßungen hätte. So, Grüezi miteinander. Genau. Oder auch einfach so ein bisschen diesen Akzent. Einmal kurz. Stoppen, ja, also schweizerische, halt typische. Schweizerdeutsch zum Beispiel. Oh, Manni, du passt so gar nicht auf die Karte. Nee, ne? Nee, irgendwie gar nicht. Was mir auffällt hier, wenn ihr mal guckt, bei den Verkehrsinseln bei den Verkehrsinseln teilweise, die reflektieren. Mhm. Stimmt, da. Ja, da ist Reflexion drauf. Dürfte eigentlich auch nicht sein. Ob man das jetzt. Ich glaube, bei mir hat man es jetzt nicht so gut. Ah doch, jetzt sieht man es. Da ist Reflexion. Sollte so auch nicht sein. Aber das ist tatsächlich überwiegend nur bei den Verkehrsinseln auf der kompletten Fläche dann aber und, auch. Und was mir auch auffällt, das Void-Getriebe schaltet vom ersten in den zweiten sehr unsanft, was ja eigentlich sehr untypisch ist. Stimmt. Normalerweise merkst du das ja gar nicht, wenn er schaltet. Da ist jetzt übrigens das Postbus Static Vehicle. Oh ja, das ist... ja. Ja, das ist, ne? Was genau jetzt? Nicht so schön. Das ist nicht einmal so schön. Normal. Das Postbus Static Vehicle, das das rumfährt. Ach so, ja, das stimmt. Gut, die 24 fährt als Facelift rum, das weiß ich, das hatte ich schon gesehen. Was war das? Oh, habt ihr das auch bei, wenn ihr fast zum Stillstand kommt und bremst, dass ihr dann so ein ganz komisches Kratzen habt? Ja, teilweise. Ja? Hm? Je nachdem, wie du bremst. Das klingt irgendwie nicht so toll. So, wie viel... jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Ja, komm, nimm einfach. Passt schon. So, will eigentlich nur bei mir keiner aussteigen? Bei mir will auch noch keiner aussteigen. Es dauert eine Weile, bis die aussteigen. Aber ich finde... Du sammelst erstmal. Ich finde Lenkrad und... Lenkrad und Dashboard, das weiß ich nicht. Das ist gegensätzlich, so von der Textur und so... Finde ich, ist das gegensätzlich, weil das Dashboard ist angenehm von der farblichen Textur, aber das Lenkrad, das hebt sich so sehr ab, dass es schon sehr, sehr unreal aussieht. Das stimmt wohl. Und das... Oh, hoppala, den habe ich jetzt nicht gesehen. Und das Dashboard wird nach links auch irgendwie sehr viel heller. Ja, so, da ist die 24, natürlich dann auch als Facelift unterwegs, das finde ich okay, das kann man so lassen. Klar, man kann jetzt sagen, ja gut, man kann ja die eigene... die AI-List verändern und eigene Fahrzeuge einfügen, ne? Also das ist nicht der Rede wert. Aber finde ich halt schade. Hätte ich mir irgendwie gewünscht,
Gut, es ist jetzt natürlich nur ein Gelenkbus mitgekommen, aber da hätte man ja dann auch sagen können, weißt du was, man lässt halt OMSI Standard-KI einfach fahren. Ja. So. Hallo, die steigen auch hinten ein, das gefällt mir. Ja, die steigen auch. So, also ich habe jetzt Fahrgäste aussteigen lassen. Weil du was kaputt gefahren hast. Ja, ich habe den Golf übersehen, aber ich hatte eigentlich Vorfahrt sowieso, von daher. Okay. Also glaube ich zumindest. Aber jetzt so, wenn ich jetzt hier so Richtung Rose Watt. Rosenhalde. Rosenhalde, also die Strecke, die ich bis jetzt gefahren bin. Ich finde es vom Dorf-Feeling, finde ich es okay. Das stimmt, das ist okay, aber hallo. Ja, auch hier wieder die Backdrop-Geschichte. Ja. Einmal normal, bitte. Das okay. Komm, wir zieht machen sich mal. Leider sehr stark durch. Komm, wir machen mal normal über den normalen Ticketverkauf. Ahahaha. Ah, da, Fahrschein normal. So, und ja. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Also, das könnte man vielleicht noch irgendwie einfach besser verschleiern, indem man da noch ein paar Bäume und Büsche davor setzt. Ja, ich habe doch auf Fahrschein normal geklickt. Und wie drucke ich den jetzt? Ah, so. Was ich witzig finde, ist, dass hier die Ampeln sind von oben. Hier oben auf dem Kopf, die hier oben hängen. Hallo? Ist das jetzt dass alles? Dass man die halt quer gelegt hat. Und das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, weil die. Jetzt haben sie mir ein bisschen viel rausgegeben. Ich weiß ja nicht, wie heißen diese Dinger da, diese Sonnenschirmchen da? Ist das jetzt alles? Was mir gerade auffällt, ich habe jetzt mal gerade manuell Geld rausgegeben. Ja? Man sieht nicht wirklich, was man rausgibt. Du siehst, du kannst die Münzen kaum erkennen, die du rausgibst. Weil ich finde aber, wenn ich die entsprechende Sicht anwähle, dann geht das eigentlich. Ja, du siehst aber nicht, welchen Wert die haben. Ja. Ja, okay, das stimmt. Dafür muss man sehr nah rangehen. Es steht zwar drauf, aber halt relativ klein. Warum habe ich jetzt hier noch eine 24 neben mir stehen? Die hält neben mir. Und. Ja. Ja. Der fährt gar nicht in die Haltebucht und was ist? Der steht direkt neben dir, ja? Warum? Warum? Ja, hallo? Da haut das mit der Taktung nicht hin. Auch hier leider wieder viel Freifläche. Ja, hier auch. Ja, das ist alles noch. Es ist sehr, sehr schade, finde ich. Es macht halt den Eindruck, als wäre alles noch her nicht so, ne? Nee, das stimmt. Es macht diesen so halbfertigen Eindruck. Genau, als wird da halt so zwar das Grundding schon stehen, aber so die Umgebung wäre halt irgendwie noch ein bisschen kahl. Mhm. Toll. Wie jetzt eben zum Beispiel diese Backdrop-Geschichte, die sich ja leider echt durchzieht. Also wenn das jetzt nur an ein, zwei Ecken wäre, dann würde ich ja sagen, gut, okay, das kommt halt vor. Ah, jetzt fährt er in die Haltebucht. Ja, es zieht sich leider echt durch. Naja, die Frage ist, was haben wir hier? Was ich, wie gesagt, okay finde, ist, sind diese Backdrops, was ich okay finde, sind diese Backdrops in der Ferne, wo man dann irgendwie so eine Berglandschaft hat und noch einen See dabei, also das sieht ganz schick aus. So, jetzt nimmt. Aber die sind auch entsprechend entfernt. Ja, die Frage ist ja, was haben sie uns hier eben? Haben sie uns hier eine Demo? Haben sie eine halbfertige Version eben? Oder ist hier die finale Version für den 7.12.? Weil der liebe Alex hat ja nichts runtergeschrieben in der E-Mail. Nee, das stimmt. Außer, dass es noch kein Steam-Key ist. Ja. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es die fertige Version ist, weil ich denke, dass der Entwickler, wenn es eine Beta oder eine Demo ist, wenn er weiß, dass Previews gemacht werden, dass er das dann dazu sagt. Und deswegen unterstelle ich, dass das die fertige Version ist, ganz einfach. Ich glaube auch. Es wäre nämlich auch meiner Meinung nach nicht besonders klug, eine Beta zu vergeben und nichts dazu zu sagen. Eine Version zu vergeben, die so gar nicht existent ist quasi noch, weil schon so viel verändert wurde. Ja. Dann müsste man es dazu sagen. Dann würde ich es genau, so, also, in dem, dann würde ich es aber in dem Zustand nicht rausheben. Also, es wäre halt, ich habe da jetzt gerade ein bisschen komisch formuliert, aber es wäre halt meiner Meinung nach aus Entwicklersicht nicht so klug, eine Version zu zeigen, die sonst wie alt ist, weil dadurch, dass hier einige Reviews auf YouTube veröffentlicht werden. Previews? Previews, stimmt. Du steckst an. Danke.
Dadurch ja, machen sich die Zuschauer auch ein, verschaffen sich die Zuschauer ja auch einen Eindruck über die Karte. Was ist das denn jetzt? Dann, naja, ich sag mal so, teils gut, teils eher nicht so gut aussieht, dann ist das natürlich doof. Also ich wollte an der 24 vorbeifahren. Ja. An Hermitage oder Hermitage. Naja, ich bin nicht vorbeigekommen, sagen wir es so. Aber jetzt kann sie mir auch keine Fahrgäste mehr wegnehmen. Die 24 hatte dieselbe Idee wie du, meinst du? Ja, nee, dieselbe Idee würde ich nicht mal sagen. Wollte da jetzt jemand raus? Nee. Anscheinend doch nicht. Hotel Republic. Also dieselbe Idee nicht. Ich habe ihm einfach... Ich habe den Abstand zu groß oh, eingeschätzt. Hier. Aber da muss ich sagen, das hier am See, das sieht cool aus. Also der See, das hat ja was. Seeburg Schiefle. Auch schön dieser extra abfotografierte Backdrop. Also das sieht vernünftig aus. Es gibt sehr schöne Ecken. Ich finde auch hier so jetzt so an den Straßenzügen entlang, das finde ich schon auch so die Haltestellengestaltung und die Umgebungsgestaltung. Finde ich auf der einen Seite sehr schön gemacht. Mit den Backdrops, das ist natürlich total schade. Aber wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, ob es diese Flach- und Kahlstellen wirklich gibt. Ja, aber das ist halt... Sie sind sehr irritierend. Selbst wenn es kahle Stellen gibt. Ja, weil es macht halt für die User macht halt einen unfertigen Eindruck. Für die sieht aus, als wäre es unfertig. Wie ich schon zweimal gesagt habe, selbst wenn es kahle Stellen gibt, die du überall mal irgendwo hast... Es wären einfach nur ein paar kleine, bisschen runtergesetzte Büsche und das wäre gut. Ja, das ist schon richtig. Das würde sehr viel hermachen. Das ist schon weil richtig. Weil du hast ja auf einer Wiese hast du ja nicht meistens eine Ebene komplett runterrasiert, sondern da ist auch mal irgendwie ein bisschen höheres Gras oder ein Busch dazwischen. Aber die... Wenn ein Busch dazwischen ist, wäre das schlecht. Glühwein war heiß, Dazwischen. Zunge verbrannt, was für ein Scheiß. Ja, genau. Aber ich finde, jetzt so wie das Hotel Seeblick und hier die Uhr und so, das finde ich ganz schön gemacht. Ja. Was mir auch gerade auffällt, das Ding hat kein Standgas. Stimmt. Das sollte so eigentlich auch nicht. Find ich persönlich ganz gut. Kann der Bus mir auch nicht wegrollen. Ja, ist aber... Ja, ist schon richtig. Ey, das ist schon richtig. Praktisch ist das natürlich, passt aber nicht. Aber die Fahrzeuge finde ich, also die Fahrzeuge, die ich jetzt so gesehen habe, die finde ich ganz schön, besonders das silberne Mercedes-Taxi. Ja, ne? Das hat was. Da habe ich noch nicht so drauf geachtet, aber guck mal, die KI-Fahrzeuge sehen vernünftig aus. Ja, finde ich auch. Und auch so, wenn du Häuser stehen hast und so ein paar Bäume und so und auch die Parkplätze, die einfach so am Rand sind. Das finde ich ganz schön gemacht. Also man merkt auf jeden Fall, dass man nicht in Deutschland ist. Punkt 1, ja. Für mein Empfinden. Und die Schweizer Ansagen, die machen echt was her. Ja. Ja, Nick? Ich glaube, ich weiß, was hier das Problem ist. Was denn? Der Fahrplan ist genau falsch rum. Wenn man mal guckt auf die Zeiten, der geht immer weiter runter, dass man am Luzerner Hauptbahnhof dann wahrscheinlich da die 13.22 Uhr stehen hat. Ja. Ja, der läuft falsch rum, obwohl der dementsprechend richtige... zeigt er mir jetzt auch plus 808 Minuten an und hat sich aufgehangen. Ja, ja. Ja. Obwohl der Kurs ja der richtige ist. Bei genau. Dem Fahrplan stimmt was nicht. Tüp. Und der Kurs ist der richtige. Der Fahrplan in der roten Schrift schaltet ja auch weiter. Ja. Genauso wie der im Ticketdrucker. Also Brühl, das stimmt. Kollege. Passt. Und hier kommen, obwohl das ein 15-Minuten-Takt ist, kommen einem hier... Wobei, nö, das ist okay, wie die einem entgegenkommen. Wobei, mit gegengerechneter Fahrzeit könnte das hinkommen. Performance-technisch muss ich aber sagen, völlig in Ordnung. Ja, performance-technisch passt das. Also kann ich jetzt nicht klagen. Oh, da ist wieder so ein Static Vehicle. Ja, ich hab gerade auch eins. Das ist leider auch sehr schade. Das finde ich wirklich traurig. Ja, da... Hallo. Fertig
dir eine Karte für eine kurze. Aber dieser Kreisel bei Brühl, den finde ich nett. Ja, der ist ganz nett. Oh, ich wünsche mir echt Schweizer Fahrgaststimmen. Weil ich glaube nicht, dass man das in Luzern Omsi Hochdeutsch gesprochen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wird's auch nicht. Tut. Ach, hier ich das Pfeifen von der Bremse so geil. Ja, das passt aber nicht. Was dazwischendurch hat. Fahr! Oder besser gesagt, schnaufen. Du bleibst stehen. Nein, du bleibst stehen, habe ich gesagt. Aha, es geht doch. Luzern Bahnhof. Ah, jetzt kommt rechts, kommt jetzt die Trasse. Kann das sein? Nee. Wie Luzern Bahnhof. Nein, ist der geflogen? Nein, der Hilfspfeil Richtung Luzern Bahnhof. Ich dachte gerade schon, ey, hast du dir eine Heli genommen? Ach, Kinders. So, ich habe einen Haltewunsch. Ja, genau. Also man merkt, man fährt jetzt ins Innere. Man fährt jetzt Stadt einwärts, das merkst du. Hier ja, das merkt scheint man. Wohl auch ein O-Bus zu fahren, weil hier sind O-Bus-Oberleitungen verlegt. Ja. Der Fahrplan ist auch relativ straff, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe jetzt plus 3. Das sieht mir auch schwer nach O-Bus aus, ja. Ich muss mich noch dran gewöhnen, wenn ich alle Türen öffne, dass ich auch alle Türen schließe. Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, du kriegst auch eine Fahrkarte. So, Schweizer Franken. Und sobald der Bus über 60 kommt, piept es. Ja. Dann macht Biggie. Habe ich eben auch kurz gehabt, konnte ich mir da nicht ganz erklären, wo es herkommt. So, jetzt können wir mal ein bisschen treten. Ja, bis Casino Palace kannst du treten. Weil Busspur. Ja. Musst aber aufpassen, hinter der Kurve ist eine Ampel. Casino Palace, nächster Halt. Piep und angeblich ein Unfall, wow. Oh, da waren auch Bahngleise, die hier rechts rübergezogen sind. Schön. Ja. Hui, hui. Aber selbst bei der Geschwindigkeit, also Performance, finde ich total in Ordnung. Ja, was mir gerade auffällt, bei mir hat sich so ein KI-Bus aufgehangen. Der steht da jetzt so rum wie so eine Ölgötze. An der Kreuzung. Ja, also boah, der wird sich. Ah doch, jetzt fährt er wieder. Wo wollt ihr denn hin? Hier ist aber nicht. Nee, hier ist nicht. So, da wird auch hinten eingestiegen. Sehr, sehr föhn. Sehr föhn. Ja, aber das Lenkrad, nee, das finde ich nicht stimmig. Tut mir leid. Nee. Ich finde das, auch sehr. Vom Ring her finde ich das sehr dünn. Aber das kann jetzt auch an meiner Wahrnehmung liegen. Ja, weiß ich nicht. Das kann auch täuschen, ja. Oh, jetzt hat er, glaube ich, nicht weitergeschaltet. Nee, ist immer noch Casino Palace. Aber die Haltestelle hier ist. Wie heißt du? Da steht's doch irgendwo. Normalerweise solltest du jetzt gleich Luzerner Hof kommen. Ja. Aber Luzerner Hof hat einen irgendwie nicht angesagt. Hier ist auch keine Haltestellen. Ja, dann kannst du weiterfahren. Ach so, okay, oh. Mach ich das nächste mal. Haltestelle ist Luzerner Hof. Okay. Ich komme irgendwie gerade so medium gut voran. Ich bin noch nicht mal im Casino. Oder wenn du sagst, Casino, hinterm Kreis sind, glaube ich, also, ja, da UFO sind da zwei Haltestellen. Da bin ich auch einmal aus Versehen angehalten. Dachte mir, okay, hier fehlen Hilfsweile. Ja, nee. Nee, das sind nicht deine Haltestellen. Die sind einfach nur. Das habe ich dann jetzt auch gemerkt. Oh, ich dachte, da sind zwei. Und dann. Ja. Da sind zwei Kirchturmspitzen aufgeploppt. Der Kölner Dom in Luzern! Ah, hier ist Casino Palace. Okay. Und dann kommt Luzerner Hof. Oh, die Bremse. Das hat was. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Hallo, Manni. Das Geräusch, was die macht, wenn du bremst? Ja. Schnaufen, das ist geil. Das ist absolut geil bei dem Bus. Ja, aber das Quietschen teilweise finde ich auch sehr cool. Also, das ist so gewöhnungsbedürftig. Find ich tatsächlich irgendwie gar nicht. Das passt irgendwie auch nicht. Also, wenn dass die Karre so quietscht, habe ich jetzt noch nie gehört. Next stop,
Das klingt für mich einfach nur irgendwie seltsam. Luzernhof! Oh, jetzt wollen sie hier aussteigen wie Hulle, ey. Ja, vielleicht ist der Schweizer Facelift vielleicht ein bisschen anders. Das kann gut sein, ja. Schweizer sind ja allgemein ein bisschen anders. Ja. Im positiven Sinne. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist dieser KI-Bus. Das ist, ach, nee. Diese Static-Vehikel da. Ja. So, ich gebe mal ein bisschen Feuer hier. Ich hatte jetzt auch dieses Kratzen, dieses... Das ist wirklich ein bisschen... Aber dann, wenn du die Haltestelle... wenn du die Bremse durchtrittst, dieses... Das finde ich gut. Mhm. Oder, Moment, vielleicht meinen wir gerade was. Ja, wenn du jetzt die Bremse... Also das vor, kurz vorm Anhalten, dieses Kratzen... Nein, komisch. Lass die Bremse durchtrittst... Lass die Bremse mal los und tritt die durch. Jetzt im Stand, wenn du sie durchtrittst, dieses Schnaufen. Ja. Das finde ich okay. Wer hat da einen Vogel im Hintergrund? Ich nicht. Ach. Ich auch nicht. War das dein Bremspedal, Lumpi? Ja. Okay. Igwig. Also, Lumpi, das Quietschen ist tiefer geworden. Das war bei der Project Cars Aufnahme noch heller. Das war das Gaspedal. Ja, das, also dein Bremspedal klingt jetzt wie ein Kanarienvogel. Ah, Interlaken, Gotthard, Bahnhof. Ich finde die Dings auf der Straße sehr schön. Die Markierungen. Markierungen, genau. Mit den Ortsangaben quasi. Ja, das heißt. Die Pfeile auf der Straße, wenn die, dass da mal ein bisschen Farbe und so fehlt. Ja, das ist auch. Das cool. ist, das finde ich, das tatsächlich. Also, da habe ich jetzt eben gar nicht so drauf geachtet. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Aber jetzt, wo du es sagst, das finde ich ganz schön, weil das sieht man ja tatsächlich oft mal auch, dass da was ein bisschen was fehlt. Bern, Basel. Schwanenplatz. Mach doch den Blinker aus. Danke. Eine Kurzstrecke, ja, Moment. Du musst jetzt einen kleinen Moment warten. Achso, scheiße, ich vielleicht. Ich finde, es ist noch ein bisschen wenig los. Also so jetzt am Schwanenplatz, so innerstädtisch, finde ich, ist ein bisschen wenig los. Ja, wobei ja, Schwanenplatz ist die letzte Haltestelle vor Endstation. Ja, nein, aber auch so verkehrstechnisch von den Autos her ist ein bisschen wenig los. Stimmt. Das meine ich. Es ist ein bisschen wenig. Das ist richtig. Beziehungsweise ich finde es auch von den Fahrgästen generell ein bisschen wenig, weil irgendwie... Für eine Gelenklinie? Naja, es ist halt irgendwie... Ja, genau, also... Und wir sind Solo-Bus jetzt... Hätte dreimal gereicht. Ja, und wir sind jetzt extra nachmittags gefahren, dass man halt einen Eindruck ein bisschen kriegt, so vor der, ich sag mal, Hauptverkehrszeit. Weder Berufsverkehr, Rush-Hour, noch Abendverkehr, Rush-Hour, also auch Berufsverkehr. Halt so das mittendrin und ne, Luzern, also als Großstadt... Da hätte ich jetzt doch mehr Verkehr erwartet, tatsächlich. Ja, hier ist tatsächlich relativ tote Hose. Ja. Oh, hier auch die Autobahnmarkierungen, Interlaken, Gotthard. So, hinter mir die 22. Ah, ich fahre... Ah, hier ist die... Ha, ha, hier ist die Biege. Okay. Oh, was ich auch schön finde, vorm, wenn du hier links abbiegst in den Bahnhof rein, und wenn du da an der Ampel stehst... Ah, die Hupe. Ja, ach, die Hupe haben wir noch gar nicht. Die Hupe haben wir noch gar nicht gezeigt. Ah, ich habe da jetzt auch nur dran gedacht, weil ich jemanden anhupen musste. Die klingt wie so eine Clownshupe. Oh, da kommt Bus hin. Ja, also die Hupe, die klingt. Bitte? Die klingt interessant. Ja. Ich finde die cool. Ja. Ich finde, es ist mal was anderes. Aber lustig ist die auf alle Fälle. Aber ganz ehrlich. Also, wäre ich Autofahrer und hinter mir wird so einer hupen, ich würde wahrscheinlich bei grüner Ampel stehen bleiben und ein Lachfleisch kriegen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde einen Lachkrampf ausbrechen. Kriege ich vielleicht grün hier? Er hat Luzern Bahnhof noch gar nicht angesagt. Oder der Bus knickt sich kurz nach unten, wenn du Vollgas gibst beim Losfahren manchmal. Aha, jetzt. Next stop. Luzern Bahnhof. Oh, schade, sie sagt nicht, diese Fahrt endet hier oder sowas. Mhm. Da kommt nochmal eine 22, okay. Also die Bustaktung hier ist ja mal.
Da ist auch eine 22. So, ich muss jetzt hier rum, oder was? Ne, ich muss... Ah, doch. Fahre ich jetzt da hinten rum? Hä? Okay. Och, geil. Wenn der Motor aussieht, hört sich auch geil an. Ich muss mal gerade zurücksetzen. Bin ein bisschen weit gefahren. Ein bisschen weit gefahren? Bist du ein bisschen weit gefahren? Warum machst du denn sowas? Ja, ich mal. Ah ja, hier gibt's einen Fehler. Oh, weil die... Ach, ja, aber heute der Michael Schumacher, okay. Ja. Naja gut, komm, wir stellen uns da vorne hin, dann passt das auch. Bus mitten im Weg gespawnt. Stellen wir uns einfach... Linie 23. Okay, stellen wir uns einfach hier hin. Ja, bei mir steht jetzt ja auch eine 23 rum. Ich kann mich nicht einfach da hinstellen. Okay, dann fahre ich noch einmal schnell rum. Komm. Ach ja, Mayo braucht länger, wie immer. Wollte so. Ich gerade sagen, Mayo braucht immer ein bisschen länger. So. Sie fahren aber schlecht. Ja, ich weiß, dass ich schlecht fahre. Also selbst hier motzen sie. Nachtstern? Okay. Gibt es dann wohl ihre Nachtlinie hier auf Luzern oder was? Die N8, ja. Ja. Mir gibt da ein paar N7. Was fährt hier noch? N11. Ja. Hätte Potenzial gehabt, aber naja gut. Hier ist ein bisschen was unterwegs. Nur eine Linie. Ja, ich würde sagen, wir lassen Mario mal ankommen und dann ziehen wir unser Fazit. Ja, ich bin auch jetzt gleich da, keine Angst. Ich fahre hier einmal so durch den... Lass dir Zeit. Ich fahre jetzt einmal gerade so durch den Luzerner Bahnhof, dann hat man das auch mal gesehen. Ja, ja, gut machst du das. Ich weiß. Ja, ja. Kann hier auch schön abkürzen. Wobei ich halt sagen muss, auch hier am Luzerner Bahnhof, ich glaube, also... Es fällt mir irgendwie schwer zu glauben, dass es in der Realität so kahl ist. Oder zumindest, dass da so wenige rumlaufen. So. Ja, also es wirkt sehr leer alles. Ja. Es wirkt so unbelebt, so tot. So, wir lassen die Leute mal aussteigen. Jetzt machen wir den Motor noch aus. Okay, Motor abrüsten, finde ich, klingt aber ordentlich. Ja. Muss ich sagen. Bremse rein. So. Jo, Fazit. Wer möchte denn anfangen? An. Lumpi. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, es gibt halt viele Stellen, wo man denkt, ja, da könnte noch was hinten. Das ist... Macht für mich den Eindruck, als wäre die Karte noch ja nicht lange nicht fertig und auch noch nicht release-reif für den 7.12. Okay. Nick? Das ist mein Gefühl. Ja, gut. Ich fange mal mit dem Bus an. Also, an sich, Modell, ja, ist in Ordnung. Am Dashboard kann man ein bisschen was machen, aber ansonsten geht das eigentlich klar. Gelenkphysik passt mir leider überhaupt nicht. Da habe ich auch gezeigt, wo da der Fehler so ein bisschen liegt. Ja, auch der Sound, finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und bei der Karte, da ist es leider so, da sind sehr viele freie Flächen, Backdrops. Ja, es ist einfach irgendwie, wie Lumpi schon sagte, es wirkt nicht besonders releasefertig. Hier zum Beispiel, gerade jetzt hier auch am Bahnhof, wirkt es total tot und unbelebt. Also ich meine, hier stehen jetzt 3 Busse rum, fahren 5 Autos lang und das war es dann irgendwie so ungefähr. Ja, ist ein bisschen schade deshalb im momentanen Zustand. Ich weiß nicht, also... Ich würde behaupten, da braucht es noch einiges an Zeit eigentlich. Okay. Joa, also zum Busmodell, da schließe ich mich dem Nick weitestgehend an. Wie gesagt, auch ich finde das mit dem Dashboard ein bisschen, ja, es widerspricht sich. Wenn man sich das anschaut, so das Lenkrad zum Dashboard, das sieht einfach komisch aus. Das ist nicht stimmig, meiner Meinung nach. Aber gut, ist halt jetzt so. Aber wie gesagt, ist meiner Meinung nach nicht stimmig. Kassensystem und Schweizer Fahrerarbeitsplatzinformationssystem mit E-Mail-Funktion für die Leitstelle. Finde ich sehr interessant. Ist mal was Neues. Genau, ist aber noch buggy. Das habe ich vergessen genau, zu sagen. Genau, stimmt irgendwas. Richtig, ist irgendwie fahrplantechnisch ist das noch ein bisschen buggy.
ja, fehlende Nothämmer auf der linken Seite, Notausstieg halt nur rechts. Wenn da jemand weiß, warum das so ist, dann bitte in die Kommentare. Ansonsten finde ich den Bus in Ordnung. Soundtechnisch ist er sehr gewöhnungsbedürftig, beim Bremsen zum Beispiel. Und vom äußeren Klang her finde ich ihn, weiß ich nicht, ich finde ihn nicht stark. Er klingt für mich nicht wie ein Omnibus von außen. Von innen ist der Motorsound in Ordnung, da klingt er kräftig und auch gehaltvoll. Das ist okay. Das stimme ich zu. Zur Karte muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir zwiegespalten. Also ich bemängle an erster Stelle teilweise wenig Verkehr. Es kann natürlich sein, dass es zu anderen Verkehrszeiten, dass da mehr los ist, aber ich glaube, eigentlich so um 14 Uhr in einer Stadt wie Luzern sollte da schon verkehrstechnisch ein bisschen mehr los sein. Und ich habe den AI-Traffic voll hochgestellt, also da müsste eigentlich ein bisschen mehr los sein. Kann man theoretisch ja selber ändern, ist aber ein bisschen blöd für so einen Ersteindruck, weil wir da ja nichts dran verändern. KI-Busse, Static Vehicle, sehr großes Manko, wenn man mich fragt, hätte nicht sein müssen. Da hätte man dann lieber die Standard-M&R-Busse fahren lassen sollen als ein Static Vehicle Postbus. Und ja, zu den Freiflächen, ich sag mal so, bergab, so an manchen Hügeln und Ecken, finde ich es ganz okay, wenn man einen Weitblick hat. Da ist auch mal eine Flachstelle in Ordnung, aber da muss ich mich auf der anderen Seite meinen Vorrednern anschließen. Es sind teilweise zu viele Flachstellen, auch dann auf den ebenen Seiten im Tal. Das ist ein bisschen schwach, meiner Meinung nach. Da hätte man mehr draus machen können oder sollte man, kann man ja in Zukunft per Patch-Update etc. mehr draus machen. Was ich wiederum sehr schön finde, ist die Gestaltung rundherum mit den Häusern. Man kriegt dieses Dorf und diesen Unterschied zwischen Dorf und Stadt und diesen Weg in die Stadt oder aus der Stadt raus. Das kriegt man ganz gut mit, finde ich. Vom Sehen her, es ist nett ausgestaltet. Straßenmarkierungen haben wir eben schon drüber gesprochen. Farblich ein bisschen abgehoben und auch mal ein bisschen abgewetzt. Das ist ganz schön, das ist okay. KI-Fahrzeuge sind in Ordnung. Dann, ja gut, ein paar Reflexionen in den Bodentexturen an den Verkehrsinseln. Das kann man aber auch beheben. Alles in allem ist es ein interessantes Add-on, sag ich mal. Es ist nicht super gut, dass ich jetzt sagen würde, 100 Pro muss man kaufen, muss man haben. Es ist aber jetzt auch nicht so schlecht, dass ich sagen würde, würde ich mir auf gar keinen Fall kaufen. Es ist so ein Zwischending. Ich denke, wenn man sich die Kritik der Previewer und auch der Community später zu Herzen nimmt und da noch ein bisschen nachbessert, kann da wirklich was draus werden. Wenn man dann vielleicht irgendwann noch eine Linie hinzufügt oder was, oder, ne, weiß ich nicht, ein bisschen noch was weitermacht oder so, wie das zum Beispiel, weiß ich nicht, Hamburg kommt auch mit zwei Linien, ne, Hamburg Tag und Nacht ist auch mit zwei Linien gut hingekommen und es war viel Abwechslung. Hier finde ich eine Linie ein bisschen dürftig, zudem sie halt auch nur 20 Minuten geht. Ja. Das finde ich ein bisschen wenig für ein Add-on. Da hätte man noch eine zweite Linie durchaus machen können. Zudem das Potenzial der Karte ja definitiv da ist, um noch eine zweite Linie zu machen. Ansonsten, ich finde nicht, dass es eine Beta ist. Ich glaube nicht, dass man uns und den anderen Previewern eine Beta gegeben hat. Wenn ja, dann muss ich sagen, hat der Entwickler einen groben Fehler meiner Meinung nach gemacht, denn dann hat er es nicht dazu geschrieben. Deswegen unterstelle ich und gehe davon aus, dass dies hier die Release-Version ist, weil halt nichts anderes kommuniziert wurde. Um die Frage. Ja, ich werde auf jeden Fall von dem Video werde ich denen einen Link schicken. Dann ja, das mache ich auch. Dann soll der Alex mal notfalls drunter schreiben, was er uns da jetzt genau gegeben hat. Genau. Weil es stand ja leider nichts drin, Alex, in der E-Mail. Wir wissen also nicht, was wir jetzt hier in der Hand haben. Deswegen ist es bewerten auch gerade ein bisschen schwer. Ja. Ja, es ist, also wir können halt nur anhand dessen bewerten, was wir jetzt bekommen haben, was wir gesehen haben. Meiner Meinung nach, weil nichts anderes kommuniziert wurde. Ich behandle das erstmal unter Vorbehalt als fertige Release-Version. Dafür ist es an manchen Ecken ein bisschen wenig. An manchen Ecken ist es ausreichend und auch sogar gut, wenn nicht sogar teilweise sehr gut. Es gefällt mir. Genau, zum Beispiel diese Seeblickstelle da. Genau. Die war ganz nett. Genau. Kaufempfehlung mag ich an der Stelle, ehrlich gesagt, weder bejahen noch verneinen. Weil ich denke, bei diesem Add-on, da muss der eigene Eindruck entscheiden. Naja, drücken wir doch in Sterne aus. In Sterne? Also wenn wir 5 Sterne vergeben können, würde ich 2,5 vergeben.
Also bei mir würde sie, also wie gesagt, der Bus vom Sound her, er ist gewöhnungsbedürftig. Also bei mir würde sie auch mit 3 Sterne, aber wirklich mit beiden Augen zugedrückt. Mhm. Ich glaube, ich schließe mich da eher Mayo an. 2 Sterne und, naja, also wirklich Kaufempfehlung, ja oder nein, kann ich auch nicht sagen. Also ich würde sagen, guckt es euch an und wenn es euch gefällt, dann natürlich ja, aber es ist jetzt nicht direkt, dass ich sage, okay, das ist wirklich mega empfehlenswert aus meiner Sicht. Ja, muss ich mich leider anschließen. Aber am Ende entscheidet jeder für sich selbst. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit Luzern, wenn es denn dann am 7.12. erscheint und wenn ihr es euch kauft. Habt viel Spaß auf der Karte, sie hat Potenzial. Vielleicht wird es auch Erweiterungen aus der Community geben, dass man mit der 24 noch ein bisschen was anstellt, vielleicht Kurzläufer nur bis zum Hotel oder so. Wer weiß, was da kommt, wer weiß, was uns erwartet. Am Ende wissen es nur die Sterne. In diesem Sinne, wo wir gerade bei Sterne sind, falls sich noch jemand fragt wegen dem Himmel, nein, der Himmel ist bei Luzern nicht dabei, das ist die Sky-Mod von OMSI. Nicht, dass es nachher heißt, aber Luzern hat einen geilen Himmel. Nein, das ist die Sky-Mod, also wobei ich finde, dass diese SkyMod-Textur zu Luzern jetzt sehr gut gepasst hat. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Bereitstellung dieser Preview-Version. Lieber Alex, gib doch mal einen Comment ab und ein kleines Statement, was wir denn hier haben. In diesem Sinne, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.